Ja, hi zusammen, willkommen zu einem neuen Video. Diesmal ein erstes Video von einer neuen kleinen Einhaf-Quick-Tipp-Serie. Und da will ich einfach mal so ein paar kurze Videos zusammenschneiden, mit denen ich ein paar kleine Tricks und häufige Fehler auch in Einhaf dokumentieren will, beziehungsweise erklären will, die gemacht werden, um euch da ein bisschen zu helfen, falls ihr irgendwelche Probleme zum Beispiel habt. Und zwar in dem Video soll es mir mal darum gehen, um Autolaunch und die Wurfmethode. Generell, man sieht im Internet viel, es gibt zwei verschiedene Methoden, wie Leute Autolaunch benutzen. Unabhängig davon, ob es jetzt als permanentes Feature aktiviert ist oder per Schalter. Viele haben die Angewohnheit, den Flieger nach dem Armen im Autolaunch erst kurz zu schütteln, damit der Motor voll hochdreht und dann zu werfen. Andere, wie ich zum Beispiel auch, nutzen Autolaunch normalerweise so, wie es gedacht ist. Das heißt, ich arme, habe Autolaunch aktiv, habe zusätzlich noch ein bisschen Leerlaufmotordrehzahl aktiviert, damit ich einfach sehe, okay, er ist jetzt wirklich bereit zum Werfen. Und werfen den Flieger dann direkt los und lassen dann die Autolaunch-Sequenz entsprechend starten. Ich will in dem Video mal ganz kurz zeigen, warum es in einigen Fällen fatal sein kann, wenn man die Schüttelmethode benutzt und warum das auch so ist. Und zwar mal kurz zur Erklärung. Ich habe jetzt hier ein paar Kleinigkeiten an den Settings von meinem DAR 250G modifiziert, sodass ich das besser zeigen kann. Mein Idle Throttle, also mein Leerlaufdrehzahl, ist auf 1100 Mikrosekunden, also sprich auf 10% eingestellt. Mein Launch Gas ist auf 20% nur eingestellt, damit ich jetzt hier nicht mit Vollgas in meiner Wohnung so einen Propeller hochdrehen habe. Und dann will ich euch gleich mal nämlich was zeigen. Und zwar jetzt aktuell bin ich im Akromodus, da haben wir natürlich kaum Klappenbewegungen. Wie ihr hört, ein kleines bisschen bewegen sich die Servos. Der Grund dafür ist, im Disarm-Zustand und auch im Autolaunch, im Arm-Zustand ist nur der P-Wert und der Feed-Forward-Wert aktiv, nicht der Integralwert, der eigentlich die Hauptstabilisierung nachher im Flug durchführt. Und wenn ich jetzt scharf schalte, seht ihr, aktiviert Autolaunch quasi den Angle-Modus mit dem festgelegten Anstellwinkel. Den habe ich jetzt hier bei dem DAR 250G mal auf 10% eingestellt, damit ich jetzt nicht mit so krassen Winkeln arbeiten muss, dann lässt sich es besser zeigen. Und wie ihr seht, wenn ich ihn jetzt in diesem 10 Grad natürlich, wenn ich den natürlich jetzt in den 10 Grad Winkel stelle etwa, dann ist die Kontrollfläche hier flach und bündig mit dem Rumpf. Nehme ich ihn nach unten, geht er linear nach oben. Nehme ich ihn nach oben, geht er linear entsprechend dem Winkel mit der Steuerfläche nach unten, um die Nase runterzudrücken. Das ist auch komplett egal, was ich hier mache, linear davon abhängig, wie weit ich von dem Zielwinkel abweiche. Wenn ich jetzt dem Motor etwas Gas gebe im Autolaunch, das wäre quasi kurz vor dem Wurf, dann seht ihr, ist das immer noch so. Also auch jetzt habe ich eine komplett lineare Steuerung der Steuerungsflächen, weil der Integralwert immer noch nicht aktiv ist. Was passiert jetzt aber, wenn ich, sage ich mal, vor dem Wurf, beispielsweise für einen, sagen wir mal, AR-Wing oder für den Caipirinha oder irgendeinen anderen großen Wing, da wird ja häufig über Kopf geworfen. Also sprich, man hält den Flieger so vor sich und wirft ihn dann so über Kopf weg. So, und was passiert natürlich, wenn ich jetzt den Flieger in einem steileren Winkel habe, als er eigentlich starten soll? Und das zeige ich euch jetzt hier mal. Ich gucke mal, dass man das mit dem Licht richtig sieht. So, ich gebe jetzt mal Gas, halte den Flieger möglichst in der Position und gebe dem dann einen kurzen Schüttler, damit der Motor damit der Flieger in den Launch-Modus geht. Und ab dem Zeitpunkt, wo er im Launch-Modus ist, schaltet sich der Integralwert zu. Und dann achtet mal darauf, was die Klappe macht. Okay. Das war natürlich jetzt ein blödes Beispiel. Jetzt ist er aus dem Launch-Modus nämlich schon raus. Ich zeige es euch noch. Aber ihr habt es gerade schon kurz gesehen, weil er in den Angle-Modus ging. Aber ich zeige euch das jetzt nochmal im Launch-Modus. So, wie ihr seht, die Klappe ist jetzt, obwohl es gar nicht so viel abweicht, extrem weit runtergegangen. Jetzt kann ich übrigens auch das Gas wegnehmen. Extrem weit runtergegangen. Und selbst wenn ich den jetzt gerade, wenn ich ihn ganz langsam gerade stelle, dann seht ihr, geht die Klappe auch gerade. Wenn ihr aber jetzt einen Wurm fliegt, habt ihr beim Starten, dadurch, dass der Airspeed noch relativ gering ist, noch sehr, sehr viel Drehmoment von den Steuerflächen, der die Nase nach unten in die Zielposition drücken will.
Das könnt ihr übrigens auch beobachten, wenn ihr einen Quadcopter zum Beispiel habt und den auf der Werkbank ohne Motoren betreibt, ohne Propeller betreibt und dann scharf schaltet. Und wenn ihr ihn leicht bewegt, merkt ihr ja auch, wie dann immer mehr die Motoren hochdrehen, 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 bis sie irgendwann auf Maximum sind. Genau das gleiche passiert hier bei den Steuerungsflächen nämlich auch. Das heißt, wenn ihr euren Flieger quasi so haltet, scharf stellt, dann schüttelt, dann schraubt sich schlagartig der Integralwert nach oben und versucht die Nase mit aller Gewalt nach unten zu drücken, mit vollen Klappenausschlägen. Und das sorgt im Endeffekt dafür, dass ihr nachher so viel Drehmoment habt auf dem Flieger, dass er nachher nicht mehr schafft, gegenzusteuern und euch quasi zum einen durchsackt und zum anderen, wenn ihr richtig Pech habt und zu flach nachher über Kopf schmeißt, dass er euch direkt in den Boden rammt. Umgekehrt kann es natürlich auch passieren. Wenn ihr den Flieger zu flach haltet und ihr werft zum Beispiel aus der Hand raus und ihr habt einen Anstellwinkel von 30, 40 Grad eingestellt für den Start, dann schraubt sich der I-Wert natürlich nach oben und versucht natürlich die Nase mit aller Gewalt hochzudrücken. Und was dann im Endeffekt direkt beim Werfen passiert ist, dass der Flieger schlagartig die Nase hochnehmen will, aber noch nicht genug Geschwindigkeit dafür hat, um diesen Anstellwinkel nachher zu halten. Der stallt, rollt euch zur Seite weg und stürzt euch auch bloß auf den Acker. Und das ist genau der Grund, warum man diese Schüttelmethode eben nicht verwenden sollte. Beim normalen Autolaunch, sobald ihr werft, ist erst ab diesem Zeitpunkt auch der Integralwert aktiv und dann kann der Flieger auch auf diesen Integralwert reagieren. Und der schraubt sich halt nicht ins Unermessliche hoch und kann sauber stabilisieren und ihr bekommt einen vernünftigen Start damit hin. Es kann gut gehen. Natürlich, es kann gut gehen, wenn ihr ein sehr leistungsstarkes Setup habt und den Flieger zum Beispiel zu flach werft oder wirklich sehr, sehr weit hoch werft. Dann schafft er es, sich abzufangen. Wenn ihr flach werft und er schießt nach oben, dann schießt er halt weiter nach oben. Wenn ihr aber irgendeinen großen Flieger habt, ich nehme beispielsweise nur mal meine Talon GT oder einen Dart XL, die haben ein relativ geringes Schub-zu-Gewichts-Verhältnis. Und schaffen das einfach nicht, wirklich steile Anstellwinkel zu fliegen beim Start. Und das sind meistens dann die Flieger, die dann abstürzen. Und bei den empfindlichen Nasen, die die haben, ja, bleiben dann Schäden meistens auch nicht aus. Also sicherer ist immer, stellt euch wirklich etwas eines Throttle ein, damit der Motor, wie man sieht, schon vor dem Wurf andreht. Wenn ihr ein größeres Bild habt, nehmt halt ein höheres Idle Throttle, damit ihr einen extra Push beim Werfen kriegt. Alles überhaupt kein Problem, dafür ist die Funktion auch da. Aber vermeidet wirklich die Schüttelmethode beim Starten, weil das kann halt wirklich bei vielen Fliegern nachher böse enden. Ja, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und das bringt ein bisschen Licht in die ganze Geschichte. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst doch ein Like und ein Abo da. Ihr könnt auch gerne was in die Kommentare schreiben, wenn ihr da noch Anregungen dazu habt oder Ideen oder Fragen. Beantworte ich gerne. Ansonsten freue ich mich darauf, euch dann im nächsten Video wiederzusehen und bis zum nächsten Mal.